Konnichiwa, watashi ha Akane Chiko des. Hajime mashite. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren The Sims Special. Und zwar zu The Sims 2, denn das ist das Projekt, was wir momentan let's playen. Und deshalb macht es auch Sinn. Das letzte Mal haben wir ja ein Studentenwohnheim errichtet und heute werden wir einen Sim erstellen. Oder halt, einen Sim, der wichtig werden wird. Und ich dachte mir, das erstelle ich mal mit euch zusammen. Wie gesagt, eine Special-Folge, das heißt, wenn man nicht gespoilert werden möchte oder wenn man einfach es nicht sehen möchte, kann man sie gerne überspringen. Aber sowas gehört auch halt dazu. So, erst einmal den Cheat hier. Für alle, die es immer wissen wollten, das ist der Cheat, den ich immer eingebe. Muss. Konzentration. Ich würde sagen, los geht es. Okay. Familienname, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe eine gewisse Vorstellung. Ich muss dazu sagen, ich nehme im Internet so ein paar Vorlagen oder ein paar Figuren aus, die ich halt mit einem anderen Namen darstelle. Und zwar eine Mischung aus zwei Figuren aus dem Disney-Universum. Also einmal hätten wir Ariel als Name oder Elena. Ich finde Elena sogar schöner. Oder Alena. Alena. Alena klingt irgendwie schön. Ich weiß nicht. Alena. Gibt es den Namen überhaupt? Alena. Alena, Alena. So, machen wir Alena draus. Finde ich schöner Name. Und wir machen natürlich auch einen weiblichen Sim daraus. Ich weiß, gibt es den Namen Alena? Also Alena, glaube ich, das klingt irgendwie bekannt. Alena. Ich glaube, den gibt's. Kann gerne einer schreiben, wer weiß, ob es den Namen gibt. So. Und ich würde sagen, Ariel selber ist ja blass und die Elena ist ja so. Ja, würde ich auch so machen, ne? So ein bisschen, das passt schon. Genau, so machen oder so oder so. Aber ich glaube, das passt schon auch mit den Haaren. Da müssen wir mal gucken, ob wir da die braunen Haare machen oder die. So, erstmal natürlich. Genau, erstmal brauchen wir allgemein. Ich mache das immer so, ich würfe mal aus, bis ein Gesicht dabei ist, was mir gefällt. Das ist einfach spart Zeit. Wir stellen auch noch die Familie von der Guten. So. Mal gucken müssen, ob das auch aussieht, ob das passt. Einfach ein bisschen. Ach, guck mal, das sieht doch interessant aus. Das auch. Alles ein bisschen gleich aus, finde ich. Und dieses. Ach, guck mal, das sieht doch perfekt aus. Dann machen wir nochmal den hier. Wunderbar. Alena. Ja, das, so sieht eine Alena aus. Finde ich klasse. Die Augen. So, die Haarfarbe. Da müssen wir mal schauen. Suche eigentlich eine. Ah, da ist sie. Das passt doch. Ist praktisch eine Mischung mit Braun und Rot und so ein bisschen Ariel, aber das ist. Das passt schon. So. Hier, ich lasse das immer so, eigentlich wie es ist. Die Augenfarbe. Ich glaube, bei beiden wäre es blau, deshalb wir machen. Grün. Nein, wir machen. Ja, so ein hellblau. Das sieht schon schön aus. Wie sieht es eigentlich aus, wenn sie dann ganz helle Haut hat? Das sieht dann wieder. Das finde ich, sieht komisch aus mit den Frisuren. Da passt das irgendwie besser. Aber die Augen sind mir doch ein bisschen. Machen wir sie ein bisschen so, so. Machen wir immer die gleichen Sims, also vom Muster her. Ich will mal irgendwie schöne Sims erstellen. Ich kann irgendwie. Ich weiß nicht, wie. Ich will mal keine hässlichen Sims erstellen. Ich habe immer Bedürfnis, dass immer schön aussehen, aber irgendwie pretty. Immer so ein bisschen kawaii. Immer was Schönes. So, guck mal, sieht da schon. Die Nase, ne? Stupsnäschen, so. Bisschen breiter. So, das sieht doch. Sieht schon. Sieht schon, schön aus.
Genau, die Augenbrauen machen sie so ein bisschen höher oder ein bisschen so. Da guckt sie gleich, ne? Ich werde das ja auch natürlich wieder schneiden, das heißt, nicht wundern, wenn hier so Schnitte gesetzt werden und man bestimmte Sachen überspringt. Weil es ist ja nicht so spannend zuzusehen, wie einer hier versucht, halbwegs vernünftiges Mädel zu erstellen. Ist halt immer die Schwierigkeit, wenn man selber vom anderen Geschlecht ist, zu einzuschätzen, was jetzt gut aussieht oder was jetzt, sag mal, okay, so würde man realistisch aussehen, aber bei Sims sollte man nicht über Realismus reden, so ein bisschen. Das sieht irgendwie total komisch aus, oder nicht? Der Mund sieht zu komisch aus. Was ist denn das? Was machen Sie denn mit meiner Dame hier? Können Sie mal einen normalen Mund geben? Jetzt sieht sie ganz komisch aus. Warte, wie war das am Anfang? Am Anfang war alles schön. Dann kam ein Mensch und macht alles schlimmer. So. Ohne Lippenstift sieht sie sowieso besser aus. Also ohne Make-up sieht sie so viel, ja, sieht viel schöner aus. Natürlichkeit ist immer schön. Mein lieber Gesangsverein. Sowieso, so viel Make-up sieht sowieso nicht schön aus. Aber ich denke mal, dass sie was. Oh, das sieht aber. Sieht schön so aus. So pretty auf jeden Fall. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mit ihr mache im Spiel, aber sie wird irgendeine Person sein. Beste Freundin vielleicht. Oder vielleicht näher. Wir wissen ja, Karen macht ja gern ein paar Liebschaften und vielleicht wird sie so eine dritte Liebschaft. Oh, hier. Das gefällt mir. Das passt irgendwie perfekt so. Dieses spanische Flair. Das gefällt mir. Das lasse ich. Alles so ein bisschen rot, so ein bisschen. Ja, dann machen wir das hier. Hier machen wir ein bisschen so. Und hier machen wir. Ja, das sieht auch schön aus. Und hier machen wir. Nö, und hier machen wir. Das sieht schon sehr trainiert aus, ne? Und dann machen wir blau. Blö, ein bisschen blö. So, meine Liebe, fertig bist du. Was bist du wieder? Romantik, Familie, Spaß. Ich glaube, Spaß passt bei ihr. Und sie mag. Das machen wir jetzt, das Ding mal sehr gut aus. Schwarzes Haar und ein bisschen Make-up. Aber sie mag keinen Gestank. Wie es jeder nicht mag. So. Das ist die gute Alena. Und sie erstellen wir natürlich nicht alleine, sondern wir erstellen noch ihren Vater. Ihren Vater und der heißt. Wie heißt er denn? Der heißt. Wie heißt denn der Vater? Frank? Ja, der heißt Frank. Ja, blaue Augen hat er natürlich. Ja, so wie er aussieht, passt schon. Und von der Früh. Was ist das denn hier? Achso. Von der Friese her. Er ist auch so der spanische Vater. Das passt schon. Der spanische Vater. Also so ein bisschen spanisch. Das brauchen wir nicht. Und hat seine Sonnenbrille auf, so eine schicke. Sieht eigentlich schon gut aus. Du kriegst natürlich auch so einen Bart, so einen schönen. Spanischen Bart. Das ist ein spanischer Schnauzer. Ah, hier so einen. Ich finde, das passt schon so. Ja, oh. Das hier passt. Wieso spreche ich jetzt so komisch? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird er so ein bisschen spanische Flammen haben. In der hier. Also entweder das hier, weil das sieht schon passend aus. Für unseren Opa. Oder das hier. Aber ich glaube, das wird es. Und dann machen wir hier den hier. Ich finde, der ist schon ziemlich. Ne, machen wir den jetzt hier, genau. Bademantel gibt's nicht.
Warum nicht? Yep. So sieht ein spanischer... Nein, ich bin ja nicht hört. Ja, und er möchte wissen. Antoine ist natürlich... Keine Ahnung. Musik gibt's nicht. Fitness und... Künstlerisch. Abturner sind, arbeitslos. Frank. Ja, da haben wir den. Und das ist Familie... Gonzales. Das ist aber so typisch. Aber Santiano. Das klingt eigentlich schön gut. Familie Santiano, Elternteil, so. Und damit haben wir das geschafft. Ja, ein bisschen spanisches Blut. Finde ich, das sieht schon. Einfach mal so eine. Ne, jemanden zu erstellen. Ba, 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 ba. Und wo wird sie einziehen? Ich würde sagen. Hier oder hier. Wir ziehen mal hier ein. Oder da. Machen wir da. Okay, hier sind wir schon da. Sugoi! Hallo, hallo, ja. Ja, wir müssen ja nicht hier einrichten, aber... Ich wollte mal zeigen, wenn ich so eine Familie einziehen lasse, dann gucke ich immer darauf, dass ich so ein paar Einstellungen vorwegnehme, zum Beispiel, dass die hier eine so sind und ein paar andere, dass sie schon mal Sachen haben. Zum Beispiel, er ist ja... charismatischer Mensch und er ist schon älter, das heißt, er hat natürlich schon ein paar Fähigkeiten, Logik ist schon ein bisschen, Kreativität hat er natürlich, Kochen hat er auch drauf, Mechanik hat er und hat alles so ein bisschen halt, ne, wie man fragte möchte. Hier, jetzt können wir hier ein bisschen noch ummachen, dass er extra rangiert ist, aktiv. Ein bisschen eher nett, dass er nett ist, freundlicher ist. Ein bisschen ernster ist er geworden, aber er ist aktiv. Und ich finde, das passt schon. Und sie ist nämlich total verspielt. Ist auch aktiv. Total nett. Aber nicht so, machen wir das so, okay? Und hier Hobbys, da können wir auch einstellen Hobbys. Das ist cool. Das heißt, das sind Sachen, mit denen sie sich unterhalten dann. Ne? Und zum Beispiel kann sagen, okay, dass sie auch gerne über Kultur redet, Politik nicht so, Unterhaltung redet, Umgebung, Essen, Mode, natürlich ist Reisen, Sport, Reisen natürlich auch immer sehr gern gesehen, Arbeit, über Arbeit, naja, halbwegs, Schule, Science Fiction. So, und dann kann man natürlich auch, könnte man hier noch was festlegen, aber das müssen wir ja nicht. Das ist dann doch egal. Und wir schauen mal nach. Was ist denn so Wunsch? Partyknaller werden Faulenzerkarriere. Ach du Schande. 7 Fähigkeiten maximieren. Ja, das. Naja. Sagen wir mal, eine hat er schon. Beziehungsweise 2. Sollen wir mal machen? Und das war's jetzt. Das speichern wir jetzt ab. Hi! Das wär's gewesen. Ja, dann gehen wir noch zurück zur Nachbarschaft. Pam, pam, padam, pam, padam. So. Ja, diese Charaktererstellungen werde ich natürlich nicht immer, als einzelne Videos machen, sondern das war einfach nochmal zu zeigen, so mache ich das halt, wenn Personen einziehen sollen, die wichtig sind, die erstelle ich dann und dann überlege ich, was könnte ich mit denen machen, was ich gerade alles gemacht habe. Man hat es wahrscheinlich gesehen, ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, weil es doch länger dauert. Das würde im regulären Let's Play schon 2 Folgen dauern und das ist dann verschwendete Zeit. Da hätte man schon so viel machen können, deshalb mache ich das in diesen Specials oder halt Offscreen und deshalb hat man es mal gesehen. Wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten regulären Folge wieder und allgemein
ansonsten im nächsten Let's Play, was auch immer. Ich sage Arigato gozaimasu, sayonara und UFO Sichtung hier. Ja. Was will man mehr? Arigato gozaimasu, sayonara. Bye bye.